Meine Damen und Herren, ein Requiem erzählt vom Tod. Jedoch es wird gesungen für die Lebenden. Und so halten wir es auch heute. Wir singen hier ein Requiem für den Regenwald. Ein Requiem auf 15 Millionen Hektar abgehauenes Holz im Staat Elfenbeinküste. 3 Millionen Hektar sind noch übrig. Ein Requiem auf den zerstörten Tropenwald Nigerias, ein Requiem auf die verschwundenen Regenwälder in Madagaskar, von einst 12 Millionen blieben 2. Wir singen ein Requiem auf die zwischen 50% und 80% zerstörten Regenwälder Costa Ricas, Panamas, Nicaraguas und Honduras, auf die vollständig zerstörten Regenwälder in den Philippinen, auf die durch Entlaubungsmittel zerstörten Tropenwälder Vietnams, auf die vollständig zerstörten Regenwälder Indiens, Sri Lankas und Bangladeschs, auf die zur Hälfte abgeholzten Wälder in Thailand. Und wir singen unser Requiem auf die mit unfassbarer Schnelligkeit verbrannten Amazonaswälder in Brasilien, 240.000 Quadratkilometer allein in den letzten 2 Jahren. Und wem diese Zahl zu nüchtern und abstrakt ist, 240.000 Quadratkilometer umfasst auch die Fläche der vormaligen DDR, deren Geschick in diesen beiden Jahren sehr zu Recht die Welt erschütterte. Wir singen heute ein Requiem. Wir singen es am Grabe der Ermordeten. Wir singen es zugleich vor ihren Mördern. Denn die Mörder, meine Damen und Herren, sind wir alle. Sie und sie und ich. Die Brandroder Brasiliens, die Eisenkocher von Caracas, die Straßenbauer in Guinea, die Holzhändler in Malaysia sind nur Helfershelfer. Sie sind oft genug gepresste und gezwungen, unfreiwillige Komplizen unserer Tat. Wir haben sie angestiftet. Wir bezahlen sie und wir erpressen sie. Und dass wir selbst zugleich auch ihre Opfer sind, Totschläger, die zielsicher ihren eigenen Selbstmord planen, Brandschatzer, die kalt und unbedenklich einen Massenmord an ihren Kindern und Enkeln vorbereiten, all dies wäre komisch, wenn es nicht so schauerlich deprimierend wäre. Deshalb singen wir dies Requiem. Wir singen es für abgeholzte Wälder, doch wir singen es auch für uns selbst. Für Sie, für mich, für unsere Kinder. Requiem Dona Nobis, gebt uns endlich Ruhe. Mord, Anstiftung zum Mord, Mitwisserschaft beim Mord. Ein hartes Urteil. Doch auf fahrlässige Tötung können wir uns längst nicht mehr berufen. Jeder von uns weiß die Fakten jenes aberwitzigen, im Weltlauf ungekannten, landverwüstenden Sterbens. Aber setzen wir dieses Wissen um. Was tun wir, Sie und was tue ich? Wann wollen wir begreifen, dass hier nicht nur etwas Fernes, Hinterwäldlerisches, Pittoreskes vor die Hunde geht? Dass nicht bloß irgend so ein Flecken Bäume irgendwo am Amazonas irgendwie bedroht ist, sondern unser Leben. Ihres und das meine. Ganz gewiss, dass unserer Kinder. Deshalb singen wir dies Requiem. Wir singen die katholische Totenmesse, denn die heiligen Schriften aller Religionen hatten noch dies wache Gespür für die Gefahr des Scheiterns, für die Möglichkeit des selbstgezeugten Endes, für die Weltzerstörbarkeit durch Mensch und Menschenhochmut. Der Turmbau zu Babel ist nur eine unter vielen Metaphern. Auch der Dies irae aus der Totenmesse, der kommt über uns, wenn wir nicht schleunigst unseren Dies irae, unseren Tag des Zornes finden. Bitte finden wir ihn. Sorgen wir dafür, dass es im wahrsten Sinne ein heiliger Zorn sein möge. Deshalb singen wir dies Requiem. Und wenn hier das Libera me de morte eterna, das befreie mich vom ewigen Tode, wenn wir dies singen, tun wir es zugleich im Namen der Natur, die immer noch zu wenig Stimme hat, um endlich für sich selbst zu schreien. Sie wird schreien, bald und lauter, als wir uns das vorstellen können. Aber wenn wir dieses Schreien erst hören, dann wird es zu spät sein. Deshalb singen wir dies Requiem. Giuseppe Verdi war kein religiöser Schwärmer, er war Atheist, ein Mann des Kampfes. Dennoch schrieb er dies Requiem. Er schrieb es, weil sich in der Sprache dieses Requiem auch jenseits aller Religion die Perspektiven all unserer Furcht, all unserer Hoffnung wiederfinden lassen. Er schrieb interessant genug dieses Werk von rückwärts. Mit dem Libera me begann er seine Kompositionsarbeit. In seinem nüchternen und kritischen Ende, vom Ende her bestimmten Geist, versuchen auch wir es zu singen. Denn kein Gott wird uns erretten, wenn wir uns nicht selber helfen. Und kein Libera me nützt uns am Ende, wenn wir heute nicht das Libera me der Welt um uns erkennen wollen. Wenn wir die Natur nicht jetzt, nicht sofort vor der tödlichen Gefahr bewahren, in die wir sie selber mutwillig gebracht haben. Denn im Regenwald Saires sterben nicht allein die Gorillas, in den Wäldern Costa Ricas nicht nur Schmetterlinge und Goldkröten. Das Verschwinden der Urwälder Amazoniens bedeutet nicht nur den gigantischen Verlust von mehreren Millionen Tieren und Pflanzen. All dies ließe sich aus europäisch arroganter Perspektive ja noch verkraften. Nein, in Südostasien und in Afrika wird unsere Existenz mit abgeholzt. In Südamerika verbrennen unsere eigenen Lungen. Deshalb singen wir dieses Requiem mit unseren vorerst noch halbwegs heilen Lungen. Gewiss, die Welt hat scheinbar andere Probleme. In Nahost droht ein Verteilerkrieg ums Öl, ethnische Konflikte eskalieren. Gegen die globalen Flüchtlingsströme unserer Tage wirken alle Völkerwanderungen der Geschichte wie Idyllen. Die dramatische Veränderung in Osteuropa, der kaum länger abzuwendende Zusammenbruch der Volkswirtschaften Polens, Jugoslawiens, Rumäniens, Bulgariens und der Sowjetunion erfordern unsere stärksten Kräfte. Aber können wir vergessen, dass all diese drängenden Probleme zugleich und zuallererst Produkte der Naturzerstörung sind? Was verschlingt den Löwenanteil jener 100 oder 140 Milliarden, die wir in die Länder der vormaligen DDR nun investieren müssen, wenn nicht die unfassbare Zerstörung der Natur und Lebensräume? Und missbrauche keiner die Misere dort, um den Naturzustand in Deutschland West zum Vorbild umzulügen. Unser geballter Wohlstand, unsere fast unbegrenzten Möglichkeiten haben vor der Katastrophe des Waldsterbens bislang nichts, buchstäblich nichts bewirkt. Wenn wir den Tropenwäldern dieser Welt ein Requiem singen, ist es notwendig, zugleich ein Grabgesang auf unsere Fichten, Tannen, Kiefern, Buchen, Eichen und Ulmen. Wir haben keinen Anlass, andere anzuklagen. Zweimal nicht, weil wir den Raubbau ja selbst verursacht, selbst erzwungen haben. Weil wir von ihm leben, weil sich unser Wohlstand weitgehend auf ihn gründet. Wer den Waldverlust in Amazonien bedauert und zugleich den sagenhaften Export von Kettensägen nach Lateinamerika bejubelt, circa 100.000 Stück pro Jahr, der macht sich nicht nur lächerlich, der handelt kriminell. Den Ländern in Lateinamerika bleibt keine Chance, das Brennen ihrer Tropenwälder zu beenden, solange wir ihnen die Chance dafür nicht geben. Zentralafrika muss weiter und verstärkt von seinen Bäumen leben, solange wir nicht Möglichkeiten bieten, auch mit seinen Bäumen leben zu können. Es ist heute nur leicht, sich mit gesetzten Worten für den Umweltschutz zu engagieren. Unsere Politik hat leider Jahr und Tag davon gelebt, dass sie auf diesem Feld den schlimmsten Taten meistens immer neue, schönere Worte folgen ließ. Ich selber, der ich vor 20 Jahren zusammen mit Hubert Weinzierl den Bund Naturschutz Deutschland mitbegründet habe, musste immer von Neuem lernen, wie fantastisch hier die Wortwaschstraßen funktionieren. Wie, was eben noch erbittert abgestritten wurde, plötzlich als bewährte offizielle Meinung dasteht. Wie selbst der massivste Druck, der schierste Sachzwang nur den Anschein effektiven Handels produzieren. Wie der Anschein immer wieder und trotzdem die Tat ersetzte. Also muss der Druck zur Tat noch stärker werden, bei uns allen. Und aus diesem Grunde haben wir mit ehrlichem Bedauern und offenem Verständnis auf der Gegenseite unsere beiden Schirmherren, den Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Herrn Dr. Jürgen Warnke, und den Kommissar für Umweltfragen in der EG, Herrn Carlo Ripa di Meana, gebeten, ihre Ehrenämter niederzulegen, weil aus unserer Sicht deren politische Arbeit immer noch nicht an dem gemessen werden kann, was die Not der Stunde verlangt. Kompromisslosigkeit, Unpopularität und die Bereitschaft, auf lohnende Geschäfte zu verzichten. Weil aus unserer Sicht trotz erkennbaren Umdenkens in den Entwicklungs- und Umweltministerien immer noch entwicklungs- und umweltpolitische Altlasten vollstreckt werden. Was Not tut, ist persönlicher Einsatz, Zivilcourage, ist im wahrsten Sinne Politik. Das ist das, was uns alle angeht. Denn wenn wir das Baumsterben nicht beenden, dann gefährden wir uns, vielleicht knapp noch nicht, doch zuverlässig unsere Kinder. Wir bedrohen, was kein Mensch, kein Land, kein Volk und keine Rasse bislang je bedrohen konnte. Wir bedrohen unsere globale Zukunft. Deshalb, meine Damen und Herren, singen wir dieses Requiem. Und deshalb bitten wir Sie um Ihre Unterstützung, Ihren Einsatz, Ihren Zorn und Ihre Tat. Ich danke Ihnen und Gott helfe uns allen.